10 Mark. Welche? Die goldene. 210. Wir haben hier in den Rathenau Hallen Berlins größten Hallentrödelmarkt. Das ist der Nachtflohmarkt Berlin-Oberschöneweide. Ja, es ist halt wirklich ein fantastisches Ambiente in diesen historischen Hallen. Da passt, denke ich, auch das Thema Trödel ganz gut hin. Und wir sind jetzt im dritten Jahr hier und haben im Schnitt so immer an die 200 Händler. Es ist zu einer großen Größe geworden hier und ganz Berlin freut sich immer, dass wir so in dieser Wintersaison, wo eben Trödeln in einer Halle reizvoll ist, wir da eben hier die schönen Rathenauer Hallen anbieten können. Ja, also wir hatten anfangs, als wir hier begonnen hatten, ganz, ganz viele, die hier mal gearbeitet haben. Also für die war das einfach mal wieder schön, dass die Tore geöffnet werden zu ihren alten, sage ich mal, Betriebsstätten. Das waren wirklich so wunderschöne Szenen auch dabei. Natürlich mit Tränen in den Augen manchen, die haben natürlich gesagt, Mensch, hier war früher mal richtig Leben drin, große Maschinen und jetzt ist es halt eine Trödelhalle. Aber wir haben wirklich schöne Emotionen schon hier gesehen. Die Händler sind alle bundesweit kommend, also der weiteste hat eine Anreise aus Bremen. Also so weit ist auch Berlin bekannt und beliebt. Also die kommen von überall her, Chemnitz, Magdeburg, viele Berliner Händler, ist klar. Ansonsten ist das wirklich ein Mix zwischen professionellen Händlern und vielen Privatleuten, die eben das erste Mal als Hobby mal trödeln und ihren Hausrat verkaufen. Also das ist schon, ja, kunterbuntes Händlerfamilie.